Sind die Hexen aus The Acolyte die Vorstufe zu den Night Sisters und werden die uns dann erklären, wie das mit Anakin Skywalkers Geburt funktioniert hat? Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian. Wir sind beim Star Wars Mittwoch und müssen über The Acolyte sprechen. Folge 3 ist jetzt draußen. Und da gab es ja schon im Vorfeld viel geredet darüber, oh mein Gott, diese Folge wird jetzt Star Wars erneut brechen und die Fans erneut spalten. Und ja, wahrscheinlich wird es das auch tun. Ich kann es da aber nicht so ganz verstehen, weil das, was hier passiert, kennen wir eigentlich sogar schon so. Das hat George Lucas sogar schon so gemacht, wenn wir halt nur an Anakin Skywalker denken. Quack Vader und ich wollen das jetzt hier mit euch mal besprechen. Dabei wird es jetzt natürlich Spoiler geben, was die Acolyte Folge 3 angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Do you vow upon my death to protect the secrets of our coven and continue our legacy? Ja, wie schon vermutet, kommen wir jetzt zu den ganzen Rückblenden-Episoden. In Folge 1 und 2 hatten wir die Morde an den Jedi durch die junge Kriegerin Mei. Und da haben wir uns ja auch noch gefragt, wer ist denn jetzt ihr merkwürdiger Meister? Und auch dazu bekommen wir jetzt wahrscheinlich eine viel bessere Theorie. Da reden wir auch gleich noch drüber, wer dieser mysteriöse Helmmensch da sein könnte. Aber wir sind jetzt tatsächlich 16 Jahre zuvor auf Brandock, auf dem Planeten, wo Osha und Mei aufgewachsen sind. Und schon direkt am Anfang müsst ihr mal auf etwas achten. Da sehen wir schon wieder so einen alten Machttempel, was im Englischen Forcehenge genannt wird. Und ich habe leider nicht gefunden, wie wir das auf Deutsch nennen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr den deutschen Begriff dafür kennt. Aber diese Forcehenge kennen wir tatsächlich jetzt auch aus der jüngsten Zeit von Star Wars. Wir haben es in The Mandalorian Staffel 2 gesehen, wo Mando Grogu ja dann auch auf diesen Stein setzt und Grogu sich hier mit der Macht verbindet und auch ein Signal an den nächstbesten Jedi-Meister da draußen schickt, bis wir dann im Finale feststellen, oh, er hat Luke Skywalker angefunkt. Wie cool ist das denn bitte? Dann haben wir eine ähnliche Anlage von kreisförmigen Steinen ja auch in der Ahsoka-Serie gesehen, wo dann Morgan Elsbeth es schafft, diese Karte zu öffnen und zu lesen. Das heißt, wir wissen ja auch, dass diese Forcehenge-Orte immer welche sind, bei denen die Macht enorm stark gebündelt wird. Und hier auf Brandock haben wir so etwas auch, aber das sieht nach einem Ort aus, der hier jetzt nicht wirklich häufig benutzt wird. Trotzdem lässt es darauf schließen, dass dieser Planet sehr stark verbunden ist mit der Macht, weil wenn wir uns dann auch die Festung der Hexen anschauen, die ist ja auch so kreisförmig angelegt und wir haben ja dann auch da so einen riesengroßen Krater, also vielleicht hat es auch irgendeine Bedeutung in Verbindung mit der Macht. Und das geht ja dann sogar noch weiter, wenn die da anfangen, dieses Ritual der Ascension vorzubereiten. Da sehen wir ganz zu Beginn, wie so ein paar Hexen da auch vor so einem tiefen Loch stehen. Und woran erinnert uns das so ein bisschen? Naja, an das komische Gruselloch, wo Rey damals in Episode 8 reingegangen ist, um dann auch diese Vision zu haben. Und möglicherweise ist das hier auch so ein ähnlicher Ort wie das, was wir auf Dagobah hatten, wo Luke dann ja auch in die Höhle gegangen ist und auch die Vision von Vader hatte. Also hiermit wird vermutlich einfach gesagt, Brandock ist ein Ort, wo die Macht enorm stark ist. Und das bringt uns jetzt mal zu diesen ganzen Hexen rund um Mutter Anisea und ihre Partnerin Mutter Kuril. Und die haben ja ein etwas anderes Verständnis von der Macht. Obwohl das stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Die haben nur einen anderen Begriff. Also das muss man hier vielleicht auch nochmal ganz klar sortieren. Die nennen die Macht halt nicht The Force, sondern The Thread, also den Faden, und sagen, ja, die Fäden verbinden alles, die Fäden verbinden dein Schicksal. Das ist ja trotzdem genau das Gleiche, was wir auch mit der Macht haben, nur wird es jetzt halt nicht Macht genannt. Das ist genauso, als wenn ich hier in Berlin nach einer Semmel frage und mich Leute vielleicht komisch angucken, aber wenn ich Schrippe sage, dann wissen sie sofort, dass ein Brötchen damit gemeint ist. Und so haben wir es hier auch. Es ist nur eine andere Begrifflichkeit. Also
Mehr habe ich darin jetzt auch nicht gesehen und ich glaube, das sollte auch nicht der Punkt sein, über den man sich dann am Ende so aufregt, weil es ist hier nur eine andere Auslegung, den die Hexen jetzt hier im Rahmen ihrer Machtsensitivität haben. Und wir sehen ja auch, dass zum Beispiel eine Mutter Anicea sehr gut mit der Macht umgehen kann. Und mit diesem ganzen Ritual der Ascension wird das ja hier offensichtlich auch für die beiden Zwillinge, Osha und May, zu einem Punkt, wo sie dann noch mehr in die Macht eingeführt werden, wo sie damit noch mehr konfrontiert werden. Wobei wir am Anfang auch sehen, dass die beide schon so ein Gespür dafür haben, wie sie mit der Macht umgehen können. Nur sie sind noch nicht so trainiert, wie es jetzt zum Beispiel ein junger Padawan wäre. Bei diesen Hexen haben wir jetzt auch die Thematik, dass hier gesagt wird, Mutter Anicea hat Osha und May erschaffen und Mutter Kuril hat sie dann ausgetragen. I carried them. I created them. Wo ich mir auch denke so, okay, gut, ist halt Star Wars, ist Fantasy, ist Science Fiction, da funktioniert das. Aber Moment, sowas hatten wir doch schon mal. Was ist denn bitte mit Anakin Skywalker, dem Space Jesus aus Episode 1, wenn Qui-Gon Jinn seine Mutter Shmi fragt, so, wer ist denn der Vater? Und sie sagt, es gibt gar keinen Vater. There was no father. Da haben wir uns dann auch irgendwie alle drüber lustig gemacht, weil wir sagen, ja, okay, Anakin Skywalker ist jetzt Space Jesus, weil die Midichlorianer haben sich einfach irgendwie verknüpft und verbunden und daraus ist dieser Junge entstanden. So was Ähnliches haben wir jetzt offensichtlich auch mit May und Osha. Die wurden scheinbar auch durch die Macht entwickelt. So, es wird ja leider auch von Mutter Anicea in der Episode nicht explizit gesagt, was sie denn jetzt gemacht hat, um diese beiden Mädchen zum Vorschein zu bringen. And what happens if the Jedi discover how you created them? Da wird sie dann ja kurz unterbrochen, weil die Jedi dann plötzlich auftauchen. Aber mit dem Auftauchen der Jedi wird ja auch dann nochmal deutlich, ja, diese Frauen wurden verfolgt, diese Hexen sind nicht gerne gesehen, weil sie möglicherweise ein anderes Verständnis von der Macht haben. Und wenn wir jetzt sagen, Mutter Anicea ist in der Lage, tatsächlich Leben zu erschaffen, dann erinnert uns das doch wiederum an Darth Plagueis, der sowas ja auch irgendwann erlernt hat und dann herausfand, wie man nicht nur Leben erschafft, sondern wie man es auch erhalten kann. We could use the Force to influence the Midichlorians to create life. Und da könnte man ja jetzt ja auch davon ausgehen, dass man sagt, okay, diese Hexen sind Machtnutzerinnen, aber sie sind auf der dunklen Seite der Macht und sie verwenden hier vielleicht auch wirklich eher das Dunkle im Wesen der Macht, um jetzt hier sowas zu erschaffen wie Nachkommen, weil sie eben verfolgt werden als Hexen. Und das passt ja dann vielleicht auch ganz gut mit ihrem komischen Ritual der Ascension, weil wenn sie da anfangen zu singen, the power of one, the power of two, the power of many, da ist ja auch dieses the power of two, the rule of two von den Sith. Und wir haben ja gerade auch mit May und Osha Zwillinge, also die ja auch die Macht der zwei repräsentieren. Und dann wird ja hier wiederum gesagt, ja, die Fäden, der Faden, der Macht, wie auch immer, die verbinden euch. Und diese ganze Thematik der Schicksalsfaden, das ist ja auch nichts Neues. Das kennt man ja auch aus der nordischen Mythologie, dass wir die Nornen haben, die jetzt die Schicksalsfäden stricken. Und somit haben diese Hexen jetzt halt einfach gesagt, okay, für uns ist es halt ein Faden, für die Jedi sind es die Midichlorianer und daraus entziehen wir trotzdem aber genug Macht, um Leben erschaffen zu können. Und deswegen könnte man jetzt über die Acolyte halt einfach sagen, hier erklären wir dann irgendwann vielleicht mal, wie das denn mit Anakin Skywalker ausgesehen hat, wie er auch entstehen konnte. Und vielleicht ist das dann auch der Punkt, wo man sagt, möglicherweise war Shmi ebenfalls eine Hexe, eine Night Sister, man weiß es halt nicht, weil wir sind hier 100 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1. Aber es kann ja durchaus sein, dass aus diesen Hexen dann später wirklich sowas wie die Night Sisters werden oder sich noch wieder komplett was anderes entwickelt. Weil wir sind ja zumindest an einem Punkt angekommen, wo wir jetzt in Episode 3 sagen, wir sehen,
wie diese Hexen hier komplett vernichtet werden. Was ehrlich gesagt auch nicht so wirklich viel Sinn ergibt, weil wir erfahren, ja, es war tatsächlich May, die hier ein Feuer gelegt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als Osha sich dazu entschied, doch zu den Jedi zu gehen und nicht bei den Hexen zu bleiben, was ihre Zwillingsschwester May dann furchtbar erzürnt hat und wo sie dann sagt, ich lasse nicht zu, dass du zu den Jedi gehst, deswegen bringe ich dich lieber gleich um. Daraufhin legt sie das Feuer. Und wenn Osha dann da später durch alles durchläuft, nachdem sie ja auch von dem jungen Meister Sol gerettet wurde, sehen wir, dass alle Hexen tot sind durch ein Feuer? Also da muss man sich jetzt auch fragen, war das jetzt auch Mays Schuld oder war das dann doch die Schuld der Jedi, weil sie hier einfach erkannt haben, wir haben hier eine Gruppierung von Machtnutzern, die eher auf der dunklen Seite der Macht stehen, also bringen wir die hier alle einfach um. Aber behalten das eine kleine Mädchen, weil die ist ja auch noch nicht durch dieses Ritual gegangen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. May hat dieses Ritual der Ascension vollzogen, Osha aber nicht. Das heißt, bei ihr ist ja vielleicht dann auch noch die Hoffnung, dass man sie auf die helle Seite der Macht bringen kann, was ja hier dann auch wieder diese Dualität darstellen soll. Also da kann man jetzt hier so ein bisschen mutmaßen, wie schnell ist es jetzt hier gelaufen und sind die Jedi am Ende tatsächlich schuld am Tod der kompletten Hexen oder war es doch irgendjemand anderes? Und bei diesem irgendjemand anderes müssen wir auch nochmal in Richtung Mutter Kuril schauen, weil die zeigt sich ja hier von Anfang an als eine Person, die nicht gerade so happy ist damit, wie sich das hier alles entwickelt. Sie ist auch nicht zufrieden damit, dass Osha die ganze Zeit nur am Rummalen ist, dass sie lieber andere Sachen machen möchte, als sich ihrem Training zu widmen. Und wenn Osha denn vor die Wahl gestellt wird, wirst du jetzt eine Hexe oder ein Jedi und sie sich dann dazu entscheidet zu sagen, ich werde jetzt Jedi, ist es ja gerade auch Kuril, die extrem dagegen ist. Weil Mutter Anisea sagt irgendwann, okay, dann trennt sich zwar hier unser Faden, aber ich liebe dich und du sollst das machen, was du willst. Geh von mir aus auch mit den Jedi. Aber wir erfahren, Anisea ist tot. Wir sehen auch ihren Leichnam oder zumindest etwas, was wie ihr Leichnam aussehen soll. Könnte es hier also sein, dass vielleicht nicht die Jedi alle umgebracht haben, sondern eine Mutter Kuril, weil sie erkannt hat, okay, alle sind eher auf Seiten von Anisea und wenn jetzt noch die Jedis hier reingelassen werden und es auch zugelassen wird, dass eine von uns zu denen geht, dann mache ich hier lieber alles komplett kaputt. Und das bringt mich dann zu dem Punkt zu sagen, okay, vielleicht steckt nicht Kimir hinter dieser Maske, sondern Mutter Kuril, die jetzt gemeinsam mit ihrer Tochter May versucht, Rache zu üben an all denjenigen, die ihr schönes Projekt von diesem Hexenzirkel da kaputt gemacht haben. Das könnte natürlich auch eine gute Möglichkeit sein, weil Stimmenverzerrer kriegst du auch in die Maske rein und dann klingt sie auch so ein bisschen wie ein Mann. Und das würde dann sogar für die Logik der Serie irgendwo ja auch noch mehr Sinn machen. Dann hätten wir auch nicht das Problem, dass man irgendwann sagt, ja, und dann packen wir da noch Darth Plagueis mit rein oder sonst irgendwie was. Kann natürlich trotzdem immer noch sein, dass Kimir dann am Ende Darth Plagueis ist und denen gezeigt hat, wie das funktioniert, aber nehmen wir erstmal Abstand von, weil da, glaube ich, fängt selbst Quack Vader hier an zu schwitzen. Aber somit muss ich sagen, okay, Folge 3 war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, versteht mich nicht falsch. Ich bin immer noch an dem Punkt, was ich ja schon letzte Woche gesagt habe, dass ich mir von einer neuen Ära im Star Wars Epos einfach sehr viel mehr erwartet habe. Jetzt haben wir diese Rückblenden-Episode, wo jetzt ja sehr, sehr wahrscheinlich so ein bisschen versucht wird, alles gerade zu rücken, was George Lucas in Episode 1 gemacht hat, weil man jetzt sagt, okay, müssen wir das noch erklären, wie das hier mit Midichlorianern und einer unbefleckten Geburt funktionieren kann? Also haben wir jetzt die Acolyte dafür, weil jede dieser Serien muss ja doch nochmal wieder irgendwas aufgreifen, was später dann erst kommt. Das sind halt auch die Prequel-Thematiken. Da ist sowas halt einfach gang und gäbe und es ist auch möglich und das ist dann auch okay. Aber wie gesagt, ist nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung zu dem ganzen Thema gerne in die Kommentare schreiben. Bleibt dabei friedlich und gesonnen und alles, ne? Es ist Star Wars, es ist etwas Fiktives und natürlich wird da immer irgendwie was oben drauf gepackt.
Deswegen lasst uns in Ruhe und in Frieden diskutieren über all das, was wir da gesehen haben. Ich bin trotzdem nach wie vor auch gespannt, wie sie es jetzt hier weiterführen werden, wie das hier dann am Ende doch noch mit Episode 1 in Verbindung gebracht wird und ob da Palpatine oder Plagueis oder sonst wer noch auftauchen wird. Das war es jetzt erstmal von mir zu die Acolyte Folge 3. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.